Vor einiger Zeit war ich ja schon mal in Hollywood unterwegs und ihr habt die Folge ja übel gefeiert und meint, ey Kaspar, sieh mal zu, dass du noch eine Folge machst und guck dir mal noch ein bisschen mehr an. Und das machen wir heute, Freunde. Hier kann man noch so viel entdecken. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder in den Themenpark rein und gucken mal ein bisschen an, was hier noch so für Achterbahnen sind. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt, habt gerne auf den Like und auf den Abo-Button. Und jetzt viel Spaß! Öffnet die Tore für uns, Freunde. Wir sind wieder bei den Universal Studios in L.A. in Hollywood, Freunde. Und wenn ihr die erste Folge verpasst habt, dann checkt sie auf jeden Fall gerne aus, bevor ihr diese hier guckt. Ich verlinke euch die oben mal, Freunde. Checkt die aus. Und wir gucken uns mal ein bisschen hier rum. Und was sehen wir hier schon? Jo, einfach so ein Auto von Ghostbusters, okay. Aber ich muss sagen, ich hätte heute mal ein bisschen Bock. Also für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, hier sieht man sozusagen ganz viele Filmsets. Und interessiert mich selber, was man hier so alles entdecken kann. Weil das ist ein exakter Nachbau, wie es auch in echt ist. Also zurzeit kann man da sowieso nicht rein und hinreisen. Aber Freunde, deswegen können wir uns das hier mal angucken, was wir hier so sehen können. Was ist das hier? Okay, soll das... Aha. Okay, ich weiß nicht genau, welcher Film das sein soll hier, aber ich muss sagen, beim letzten Mal habe ich es schon gecallt. Ich hätte Bock auf Jurassic Park, Freunde. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal rein. Und ich höre hier doch schon eine ganz wilde Achterbahn. Yo, wie cool sieht das aus? So ein riesiger Vulkan einfach am Start. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Und hallo? Ich würde gern... Ah, okay, hier können wir noch Snacks und so holen. Okay, aber ich muss sagen, ich habe gerade noch gar keinen Hunger. Freunde, wir wollen auf jeden Fall hier rein und gucken mal, was wir hier machen können. Ich glaube... Aha, da oben steht es schon. Flussabenteuer. Ja, da wollen wir doch mal mitfahren. Okay, hier können wir uns... Wir müssen uns hier anstellen in die Schlange. Gucken wir mal an, wie lang die Schlange ist. Wir schauen mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe mega Bock. Ich bin auch gespannt, wie es aussehen wird. Let's go. Freunde, jetzt sind wir schon drin. Alles klar. Und ich sehe gerade... Wie lang ist denn die Schlange? Jo, guckt euch das mal an. Wie lang ist denn einfach die Schlange? Da müssen wir jetzt 10 Jahre warten, bis wir dran sind. Also das muss die krasseste Attraktion im ganzen Park sein, oder was? Freunde, über 15 Minuten später, ich stehe hier vorne immer noch an der Schlange und guckt euch das mal an. Das geht da hinten einfach noch extrem lang weiter. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lang einfach diese Schlange ist, ey. Und über 15 Minuten habe ich jetzt gewartet und bin jetzt endlich gleich dran. So, jetzt noch da oben, noch 13 Sekunden und dann kann ich endlich rein ins Abenteuer. Also es hat ja wirklich gefühlt jetzt 20 Jahre gedauert oder so. Also Freunde, macht euch bereit, es geht auf jeden Fall los. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt hau ab da vorne. Was reden die hier denn überhaupt so rum? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr lang. Es geht los, wir gehen rein. Okay, und let's go. Aha, also jetzt geht's hier nochmal weiter sozusagen. Das war eben also so ein kleiner Gang. Okay, wir wollen natürlich auch vorne sitzen. Ich weiß allerdings nicht genau, in welche Richtung man vorne sitzt. Ob die jetzt von rechts kommt oder von links, die Bahn. Was ist hier? Ist hier noch so eine Schlange? Okay, anscheinend ist es tatsächlich doch so eine Wasserfahrt, was wir auch ursprünglich dachten. Aber ich dachte zwischenzeitlich, vielleicht ist es doch was anderes, weil ich irgendwie kein Wasser mehr gesehen habe. Aber, Freunde, alles gut. Okay, also hier ist vorne und es können immer... Okay, ich bin gespannt, wie viele Leute vorne sitzen können. Hauptsache, wir sind hier die Ersten, die draufkommen. Ja, weil dann sollten wir es eigentlich schaffen. Okay, let's go. Wir warten hier kurz. Und macht die Schotten auf. Das sieht doch gut aus, Freunde. Wir sitzen genau in der Mitte. Und ich bin echt gespannt, wie hier die wilde Sause wird. Ich bin echt gespannt, wie hier die Fahrt wird. Okay, haltet euch auf jeden Fall alle mal gut fest hier. Also eigentlich sollte das echt richtig dick abgehen. Ich bin echt gespannt, ne? Auch Jurassic Park, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Alle Teile, Freunde, auch Jurassic World, das kennt ihr wahrscheinlich eher. Freunde, das ist einfach ein Film, ey. Das sind Filme, einfach wirklich welche der besten Filme, die ich kenne. Okay, und auch die Musik und so. Es geht los, Freunde, haltet euch gut fest. Wir fahren hier erstmal hoch. Okay, ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet, ne? Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie so eine richtig krasse Fahrt wird oder einfach nur so eine Tour sozusagen durch irgendwie ein paar Szenen oder so. Kann es halt auch sein. I don't know. Wir schauen einfach mal, okay. Hier der letzte mögliche Ausgang, Freunde. Der ist raus. Es geht los, Freunde. Wir fahren los. Okay, wo geht's hier lang? Es geht in den Jurassic Park hinein, Freunde. Öffnet die Tore! Öffnet die Tore, Freunde. Es geht hier rein und... Yo! Wie cool! Einfach so Langhälse hier am Start. Guck mal! Yo, wie cool ist denn das gemacht? Ey, das mal echt zu sehen, auch wäre richtig, richtig cool. Jetzt wird es hier ein bisschen dunkler, weil ich glaube, es gibt hier nicht nur freundliche Dinosaurier. Ich glaube, es gibt hier auch die ein oder anderen bösen Dinosaurier. Da sehe ich doch schon zwei. Da oben ist so ein Stegosaurus, glaube ich, ist es. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich es falsch benenne oder so. Und hier kleine Raptoren. Okay, die streiten sich da anscheinend um irgendein Stück Fleisch oder so. Und wo geht's hier?
Oh Gott. Next up on our tour is Hadrosaur Cove. Okay, jetzt kommen wir anscheinend zu den bisschen gefährlicheren Tieren. Okay, da taucht noch einer auf. Alles klar. Gefahr steht da auch schon. Da ist was ausgebrochen. Oh Gott. Und da ist auch so ein kaputtes Ding, wo wir auch gerade drin sind. Oh, ist hier gleich ein T-Rex oder was soll hier sein? Oh mein Gott. Ist einfach ausgebrochen. Auch die Geräusche und so, ne? Freunde, was ist hier alles? Jetzt müssen wir hier ins Lager reinfahren. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht ins Lager. Oh, alles gut. Oh Gott, ist das dunkel. Ich erkenne einfach original gar nichts mehr. Hier noch so ein paar Gasflaschen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Es geht hier steil bergauf. Was doch, das hören wir gerade. Oh, ein Raptor. Das ist, glaube ich, ein Raptor. Oh, hau ab. Hau ab. Oh Gott, Freunde, habt ihr euch auf jeden Fall gut fest. Das wird jetzt richtig kurios. Das wird jetzt gleich, glaube ich, richtig extrem steil nach unten runter gehen. Auch wie dunkel es ist, ne? Also, ich muss sagen, von sowas bin ich ganz und gar nicht der Fan. Hau ab hier, du blöder Raptor, Mann. Hau ab. Okay. Wo müssen wir jetzt hier weiter? Freunde, es ist einfach komplett schwarz. Ich erkenne hier einfach gar nichts. Okay. Kann ich jetzt auch mal was erkennen, bitte? Hallo? Ein Tyrannosaurus Rex. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Bitte friss uns nicht. Bitte friss uns nicht. Bitte friss uns nicht. Oh mein Gott. Nein. Nein. Da vorne ist noch einer. Da vorne ist noch einer. Hinter dem Damm versteckt, hinter dem Qualm. Ich glaube, das war's mit uns. Ich glaube, das war's mit uns, Freunde. Bitte friss dich. Oh, yo! Yo! Was war das gerade für eine krasse Abfahrt auf einmal? Das sah ja richtig krass aus. Und Freunde, wir haben es wahrscheinlich schon direkt geschafft. Doch kürzer als ich dachte, das ganze Ding. LOL! Das sah ja, also, das sah ja ganz abgespaced aus. Muss ich nicht wirklich viel zu sagen, Freunde. Das sah ja ganz abgespaced aus. Doch ganz Gänsehaut von dem Dinosaurier eben, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier wieder raus. So. Mach auf wie das Tor. Hat auf jeden Wie, ich saß alleine ganz vorne. Okay, ich dachte, da wären noch mehrere gewesen. Vielleicht sind die auch unterwegs abhanden gekommen oder so, Freunde. Das war auf jeden Fall der Jurassic Park bei den Universal Studios oder in den Universal Studios. Ich muss sagen, ziemlich, ziemlich geil. Also ich glaube, auch wenn du das in Real mal besuchst, dann ist es so ein bisschen so... Ja, da ist auch der Sound und so, Freunde, ihr wisst Bescheid, der Sound und so einfach richtig geil. Ja, wie das dann auf einmal auch am Start ist alles und so. Freunde, hier ist natürlich noch der Merchandise Shop, könnte man noch Merch kaufen. Okay... Alles klar, Freunde, wir gehen mal weiter. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch so sehen können. Hier noch der Raptor, alles klar. Aber das haben wir jetzt geschafft. Beim letzten Mal haben wir jetzt ja schon die Power Towers da hinten und die Achterbahn benutzt. Und hier auch jetzt den Jurassic Park haben wir diesmal auch benutzt. Oh, okay. Also ich weiß auch nicht, ich weiß... Guck mal, wir gucken, wir können mal kurz den Stadtplan rausholen, so. Wir haben hier rechts den Jurassic Park... Ne, warte mal, wo ist der Jurassic Park? I ist der Jurassic Park, hier oben. Das haben wir gemacht und wir haben die Achterbahn gegenüber gemacht. Und D, glaube ich, ne? Ja, Hulk, Achterbahn und Jurassic Park. Aber was können wir denn jetzt noch machen? Wo geht's denn jetzt hier hin? Bei H und I. Bei H und I könnten wir jetzt noch... Okay, irgendwelche Höhlen erkunden. Und G? Ist das ein G? Ich glaube, ja. Da können wir jetzt noch... Okay, Fallschirm springen? Okay, da gehen wir mal hin, Freunde. Das hört sich doch eigentlich ziemlich cool an. Hm, wie kommen wir da am besten hoch? Ich weiß es nicht genau. Ach so, oder man kann... Vielleicht kann man... Ach, Freunde, vielleicht habe ich auch Quatsch erzählt. Man kann vielleicht gar nicht... Ah, man kann vielleicht gar nicht Fallschirm springen, sondern das ist einfach nur hier so eine Klippe. Aha, warte mal, wir gucken nochmal. Aber hier steht Fallschirmhöhle. Oder Fallschirmsprung oder sowas. Okay, aber... Na gut, Freunde, vielleicht wird das auch zurzeit gebaut, weil hier nämlich auf dem Schild steht... Donnerfeld-Terrasse. Also ich nehme mal an, dass damit das gemeint... Ne, warte mal, damit ist das gemeint. Okay. Höhlenforscher in die Richtung. Müssen wir vielleicht hier irgendwo rein? Hallo? Ja, anscheinend nicht, Freunde. Keine Ahnung. Also irgendwie ist hier wahrscheinlich, wird hier wahrscheinlich noch umgebaut oder so. Ich glaube, eigentlich könnte man da wahrscheinlich da oben runterspringen, so Bungee-Jumping-mäßig oder so. So, Man in Black, Freunde, ist ja zurzeit auch in Bauarbeiten. Also, ihr seht es schon, hier ist auch immer mal wieder, werden hier Sachen natürlich erneuert, auch zu neuen Filmen und so, na klar. Und hier, ja, das sieht doch gut aus, Freunde. Was können wir hier machen? Was können wir hier machen? Was ist das? Okay, zurück in die Zukunft.
Was ist das denn? Institut der zukünftigen Technologie? Na, da gehen wir noch mal rein, Freunde. Was erwartet uns hier? Mal gucken. Oh, das sieht schon ganz schön abgespaced aus. Okay, wir sollen nicht springen. Okay, aber... habe ich nicht gemacht. Alles gut. Okay, 1 bis 2, 3, Freunde. Die wollen wir nehmen. Wann kommt der nächste... wann kommt denn hier der nächste Wagen? Anscheinend hier auch gar keine Schlange am Start. Okay. Aber kann ich hier irgendwo sehen, wann der nächste Wagen kommt? Hallo? Anscheinend nicht. Oh, schnell nach vorne, bevor sie... ah, okay, sie will auch... also, okay. Du kannst auch mit nach vorne. Wir warten mal, Freunde. Gleich kommt hoffentlich der nächste Wagen. Aha! Freunde, da kommt der. Da sind gerade noch die anderen mitgefahren. Und wie war die Fahrt? Oh, ganz still? Okay. Anscheinend war sie dann gut. Freunde, wir gehen mal hier vorne rein und... ach, es geht direkt weiter. Und sie will noch eine Runde drehen. Okay. Oh, Freunde, ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet und was das für eine Fahrt sein wird, ne? Ich glaube, wir fahren durch so ein paar Labore oder so. Oh, das sieht, hört sich doch ganz cool an eigentlich. Ich muss gestehen, Freunde, ich habe Zurück in die Zukunft erst einmal geguckt und da habe ich auch, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich auch noch nicht alles verstanden. Ich glaube, würde ich ihn heutzutage gucken, würde ich nochmal mehr verstehen. Aber... wow! Wow! Yo, wie cool sieht das aus? Yo, ich wusste nicht, dass es eine Achterbahn ist. Yo, und oh, Freunde, haltet euch gut fest und ja, wow. Was passiert denn hier auf einmal? Oh, die Zeitungen. Oh Gott, und wieder runter und oh Gott. Freunde, mir wird schon fast schlecht beim Zusehen. Yo, also so Achterbahn und so, da bin ich ja gar nicht so der Fan von, muss ich sagen. Auf einmal so eine Achterbahn hier am Start, yo. Hab ich aber gar nicht, ich dachte, es wird hier so eine Tour durch so Labore oder so. Auf einmal so eine Achterbahn hier am Start. So krank, wie es aussieht. Oh, hier die Kurve noch und nochmal durch den... das war's auch schon, Gott sei Dank, Freunde. Das war's auch schon, Gott sei Dank. Also ich muss sagen, eine Fahrt... oh, eine Fahrt reicht mir auf jeden Fall. Okay, raus hier, Freunde. Wir gehen raus. Und da, okay, da ist sie auch mit am Start. Eine hat die anscheinend auch gereicht, Freunde. Alles klar. Wir gehen mal wieder raus hier, Freunde, und gucken, was uns hier draußen erwartet. Und ja, ja, wird geladen. Alles klar. Auch hier sind wir natürlich im Merchandising Store. Freunde, wie immer, wir wollen uns hier nichts kaufen. Wir wollen natürlich nur gucken. Der Eintritt war natürlich teuer genug. Wenn ihr den Eintrittpreis wissen willst, dann guckt auf jeden Fall mal die erste Folge nochmal. Ich weiß ihn gar nicht mehr ganz genau. Ist schon ein bisschen her, dass ich das aufgenommen habe. Und hier, hier ist die Hulk-Apotter. Die haben wir beim letzten Mal gemacht. Also, Freunde, wir haben auf jeden Fall heute wieder einiges gesehen. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gerne auf den Like und auf den Abon. Und ihr habt es ja am Anfang gesehen, da kann man noch ganz viele verschiedene Sachen sehen. Ich glaube, wir haben jetzt das meiste hier gesehen. Wir können auch das Hotel sehen. Warte mal, das können wir noch mal kurz noch mal gucken. Warte mal. Genau, wir können hier zum Beispiel noch das Hotel sehen, dann noch so eine Shopping, so ein City Walk, also sozusagen so ein Stadtbereich, wo wir rein können sozusagen. Und auch noch mal eine Zaubererwelt. Da hätte ich auch noch mal Bock drauf. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ich mir als nächstes angucken soll. Tut mir den Gefallen, checkt noch gerne eins von den beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.